Reaktionsvermögen, höchste Konzentration, Ausdauer. Badminton ist ein Sport, der dem Körper alles abverlangt. Es ist ein kaltes Novemberwochenende, als sich in der Mehrzweckhalle am Mellensee, südlich von Berlin, die Elite des deutschen Badmintonsports einfindet. Ausgetragen wird das vierte U19-Ranglistenturnier der Saison des Deutschen Badmintonverbandes. Aus ganz Deutschland sind Athletinnen und Athleten nach Teltow Fläming gereist, um sich für die Deutsche Meisterschaft 2024 in Bielefeld zu qualifizieren. Mit dabei ist auch Paul Reinhardt aus Dabendorf. Der 18-Jährige tritt in diesem Turnier mit einer Wildcard an und spielt außer Konkurrenz. Mir geht es darum, ein schönes Spiel zu haben, gute Erfahrungen zu sammeln. Und vor allem ist es auch immer ein riesen Motivationsschub hier, dieses Turnier zu sehen. Einfach, wie gut Leute sein können. Und dann erweckt es den Kampfgeist, selber so gut zu werden. Vom Spielfeldrand begleitet heute Pauls Vater die Begegnung. Detlef Reinhardt war selbst lange Jahre im Badmintonsport aktiv und brachte es bis in die Bundesliga. Also machst du vom Spiel genau richtig. Das ja. Merken wir diagonalen Hinschlag, zack drin, Power. Trainiert wird Paul von Christian Holzmacher vom BC Matchpoint Berlin, der dieses Turnier gemeinsam mit dem SV Klausdorf 1900 ausrichtet. Punkt für Punkt. Komm. Wir haben hier die deutsche Rangliste. Die deutsche Rangliste ist nach der deutschen Meisterschaft, die alljährlich im Februar in Bielefeld stattfindet, ist die deutsche Rangliste das zweitwichtigste Turnier. Es gibt vier deutsche Ranglisten und diese Rangliste ist die letzte des Jahres. Das heißt, hier sind auch besonders viele sehr gute Spieler. Warum? Weil sie sich direkt qualifizieren über die deutsche Rangliste für die deutsche Meisterschaft. Für Paul ist die deutsche Meisterschaft noch in weiter Ferne. Für ihn geht es an diesem Wochenende vor allem darum, Turniererfahrung zu sammeln. Er tritt gegen Florian Wohlgemuth vom SV Gutsmut Jena an und gibt alles. Jetzt hast du wieder die bessere Seite und dann das Spiel muss das gleiche bleiben. Das kann man nicht bringen. Ja, du machst es gut. Trotzdem machst du gut. Nur nicht zu schnell den Punkt machen. Die Pumpe muss arbeiten. Scheiß gut. Komm, Paul. Also Paul ist generell sehr zielstrebig. Ich würde auch sagen beim Sport. Wir haben ihn jetzt das erste Mal so spielen gesehen, also vorher nur in der Schule. Ja. Er ist ehrgeizig sehr und auch... Ich glaube auch so, dass er sich sehr ärgert, wenn er verliert. Also ich glaube dann immer so nachher, hätte ich das und das noch anders gemacht, dann wäre es... Sehr reflektiert ist er auch. So. Also er hat jetzt schon gesagt, okay, das hätte ich anders machen müssen, das hätte ich anders machen können auch vielleicht. Am Ende kann sich Paul zwar im zweiten Satz gegen den Favoriten aus Jena durchsetzen, im dritten und entscheidenden Satz fehlt dem Nachwuchstalent jedoch die Kraft. Also im zweiten Satz habe ich mich super sicher gefühlt von den Beinen her. Es hat mir genug Variationen in den Schlingen gegeben, sodass ich das Spiel schön gestalten konnte. Aber im dritten Satz habe ich mich dann so ein bisschen schlaffer gefühlt und hatte nicht mehr den Mut und so die Stütze, das zu spielen, was ich wollte. Und damit hatte ich dann so meine Probleme dann im dritten Satz. Habe mich dann auch versucht zurückzukämpfen. Aber dieses Jahr hat es leider noch nicht gereicht. Er wollte zu viel, glaube ich, zum Schluss. Und hat sich nicht mehr an unserem Plan so gehalten, zeitweise, manchmal wieder doch. Und dann hat es gut funktioniert. Ich denke mir aber, war das beste Spiel, was er bis jetzt gemacht hat. Also war schon super, war schon toll. Also ich habe sein Spiel gesehen und habe mit ihm mitgefiebert. Natürlich ist er mehr oder weniger, sammelt er heute die Erfahrung, die er braucht für seinen künftigen Aufstieg in die wirklich richtig große Liga. Aber ich fand, er hat schon sehr, sehr gut sein Spiel gemacht. Für Paul Reinhardt ist das Turnier nach nur einem Spiel zu Ende. Doch der Kampf um die Plätze in der Rangliste ist damit noch lange nicht vorbei. Am Sonntag geht es in die Finals. Im Herren-Einzel gewinnt Sanjiwi Piwi vom 1. BC Beul gegen Christian Dummler vom SV Funball Dorteweil. Brit Stepper vom 1. BC Beul kann sich im Dameneinzel gegen Antonia Schaller vom 1. BC Wipperfeld durchsetzen. Für den frisch gewählten Bürgermeister der Gemeinde am Mellensee ist ein Sportevent dieser Größenordnung etwas ganz Besonderes. Das ist für mich natürlich eine große Ehre und eine große Freude. Wir haben hier eine wunderbare Infrastruktur, was die Halle angeht. Und wenn wir Veranstaltungen in diesem Kontext und in dem Ausmaß haben und dem Stellenwert, dann kann ich das natürlich nur begrüßen. Und ich freue mich, dass die Halle dann dem Zweck genutzt wird, wie wir sie auch haben errichten lassen.
Im Damen-Doppelfinale sind es Alicia Molitor vom STC BW Solingen und Theresa Rondorf vom 1. BC Beul, die sich gegen Britt Stepper, ebenfalls vom BC Beul, und Kara Siebrecht vom 1. BV Mülheim durchsetzen können. Bei den Herren siegen Lennart Notny und Julian Vogt vom SV Gutsmuts Jena im Herren-Doppel über Lukas Gretner vom VfB Peine und Lukas Paulsen vom TSV Altenholz. Im Mixed sind es Jonathan Dresp vom Blau-Weiß Wittorf und Anna Majkowski vom 1. BC Beul, die das Finale gegen Nicola Lohau vom STC BW Solingen und Lena Fischer vom SSV WBG Bochum für sich entscheiden können. Schau, Meryl, komm gut nach Hause. Das war's. Alles hat wunderbar funktioniert. Wir hatten viele Schiedsrichter, wir hatten ganz tolle Spieler. Zum Schluss, ich glaube, ihr habt es mit aufgenommen und auf der Kamera gesehen. Herrendoppel, fantastisch, 23-21 im dritten und entscheidenden Satz. Wederballherz, was willst du mehr? Alle sind glücklich und zufrieden und ich glaube, sie sind jetzt auch alle kaputt. Auch wenn es draußen regnet und stürmt, in der Mehrzweckhalle am Mellensee geht es an diesem Novemberwochenende heiß her. Für den Wildcard-Spieler Paul Reinhardt aus Dabendorf ist das vierte U19-Ranglistenturnier 2023 die Möglichkeit, Erfahrungen gegen einen Topspieler zu sammeln. Ja! Und für die Elite-Sportlerinnen und Sportler im deutschen Badmintonsport ist das Turnier am Mellensee ein wichtiger Vorentscheid für die deutschen Meisterschaften, die im Februar 2024 in Bielefeld ausgetragen werden.